Die Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute am 1. März im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es sind heute 10 neue Mods und ein Update. Wir legen auch gleich los. Jedoch zuvor möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Kette83, Heide Trucker und Mario für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hilft dem Kanal enorm weiter. Falls ihr auch ein Abo dagelassen habt, aber die Namen nicht erscheinen, dann ist es darauf zurückzuführen, dass euer Konto bei YouTube nicht sichtbar eingestellt ist. Also nicht wundern, wenn ihr möchtet, dass ihr namentlich erwähnt werdet, dann müsst ihr, bevor ihr das Abo da lässt, euer YouTube-Konto auf sichtbar schalten. Wir legen auch gleich los wie immer mit dem Update, und zwar kommt dieses zum Feldrechner von KR Software, Downloadgröße 24 KB in der Version jetzt 1.1.0 und ist für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt, unterstützt nun generierte Felder von Cosplay. Hervorragend, jetzt kriegen wir auch die Schätzung, wie viel Saatgut, Dünger oder Gülle wir brauchen, wenn wir ein Feld selbst erstellen mit Hilfe von Cosplay. Das ist hervorragend, dann können wir auch entsprechend einkaufen. Was ihr euch gefragt habt, auf welcher Karte wir hier sind. Wir sind hier auf Hobos Hollow, wo ich ein neues Projekt gestartet habe. Falls du das Projekt noch nicht kennst, dann bitte oben rechts auf den Link klicken, damit du das entsprechende Video, wo ich das Projekt vorstelle, finden kannst und entsprechend auch dich informieren kannst, um was es hier geht. Dann auf jeden Fall viel Spaß dabei und hoffe, du kommst zurück für das nächste Kapitel. Wir legen los mit den neuen Mods. Und zwar heißt der erste neue Mod Helfernamen Helfer, kommt von Sperrgebiet mit einer Downloadgröße von 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Wenn es dir auch schon passiert ist, dass du Helfer A und Helfer B nicht zuordnen konntest, zu welchem Job die gerade am Tun sind, dann haben wir jetzt Abhilfe gefunden, denn dieser Mod wird nicht mehr sagen Helfer A, sondern wird heißen Helfer und dann den Namen des Gerätes, also Helfer und dann John Deere 6250 zum Beispiel hat seinen Job beendet. So ist es einfacher, den Überblick zu halten, welche Helfer wo im Einsatz sind und welche Arbeiten Probleme bereiten oder welche abgeschlossen sind. Wir kommen zu den Geräten, und zwar kommen wir zum Massey Ferguson 3700 AL von KRKZ Modding, Downloadgröße 9,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakt-Traktor standardmäßig mit 75 PS Leistung, wird manuell geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 105 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und wiegt 3,4 Tonnen. Der Preis 43.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann hinzugefügt werden hinten einen erweiterten Kotflügel. Dann oben kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann ein Frontladeranbau von Quickie hinzugebaut werden. Die Motorenausführungen haben wir, die 3707 mit den 75 PS, wie schon gesehen. Die 08er Version hat 85 PS. Und die 09er Version hat 95 PS. Dann kann hinzugefügt werden ein Frontgewicht. Und bei den Hauptfarben können wir wählen zwischen Rot, Schwarz, Silber, Weiß, Grün und Kommunal. Und dieselbe Farbpalette ist auch für die Designfarbe zu haben. Und zwar die Designfarbe entspricht den Zierstreifen, die hier auf der Motorhaube zu sehen sind. Hier kann natürlich auch entsprechend das Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Kommen wir zu der Lizard-Ecke, und zwar kommt die von iModding, Downloadgröße 2,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ecke mit einem Gewicht von 500 kg, benötigt 50 PS Leistung, hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Der Preis sind günstige 2800 Euro. Bei der Hauptfarbe können wir auswählen zwischen der Standardpalette, die ein bisschen erweitert ist. Das beeinflusst natürlich die Farbgebung des ganzen Grubbers. Die nächste neue Mod heißt 2 PTS 11 Sarmat, kommt von FSSA Modding Team,
Downloadgröße 13,42 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 12,2 Kubikmeter, wiegt 5,4 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 11,6 Tonnen und kostet 12.800 Euro. Die Kapazität kann erweitert werden auf 15,8 Kubikmeter, auf 21,2 Kubikmeter, dann kann es genutzt werden als Ballenwagen oder wieder zurück zu normal. Dann die Reifenhersteller will ich gar nicht versuchen auszusprechen, da ich kein Russisch lesen kann, aber es gibt davon zwei. Dann beim Design kann die Aufschrift geändert werden von PTS 11 zu PTS 12. Die Rahmenfarbe, da haben wir eine Vintage-Palette, eine ziemlich große zur Auswahl. Die Körperfarbe, die dann natürlich den Body betrifft, haben wir ebenso eine ähnliche Palette. Und bei den Felgenfarben haben wir eine reduzierte, aber auch in diesem Vintage-Stil gehaltenen Farbpalette zur Auswahl. Auch hier kann das Kennzeichen hinzugefügt werden. Wir kommen zur nächsten neuen Mod, und zwar ist das das Versatile und New Holland 4WD Trakturenpaket und kommt von BC Bühler. Downloadgröße 19,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um zwei Großtraktoren, die sehr ähnlich sind. Zum einen den 2XXX von Versatile oder den 9X8X von New Holland. Die unterscheiden sich nur in ganz wenigen Punkten, deswegen gehen wir nur ganz, ganz kurz durch. Also beide Traktoren kommen mit standardmäßigen 310 PS, werden manuell geschaltet, haben eine Tankfüllmenge für Diesel von 925 Liter, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegen 12,5 Tonnen. Der Preis ist bei beiden 2.000 und 1.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden hier zum Michelin, Continental Mitas, BKT Fredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten sind auch identisch bei beiden, gehe ich aber auch nicht im Detail durch. Nur durchklicken könnt ihr auch. Natürlich, hier haben wir die Zwillingsbereifung, eine dreifache Räderbereifung und wir haben auch natürlich die Zwillingspflegebereifung, die möglich ist. Dann kann ein Radio oder eine Radiostation hinzugebaut werden. Dann können Frontgewichte hinzugefügt werden, und zwar in den Abstufungen von 150 Kilogramm, 270 Kilo, 390 Kilo, 510 Kilo, 630 Kilo, 750 Kilo und 1230 Kilo. Die Anhängerkupplung, die kann geändert werden zwischen Standard zu mittlere Gewichte, beide Gewichte, Heckgewichte, Zapfwelle, Zapfwelle und mittlere Gewichte und natürlich den Dreipunkt. Motorenausführungen gibt es hier und da unterscheiden sich die beiden Traktoren. Hier den 2310er mit 310 PS, dann haben wir den 2360er mit 360 PS, 2375, der hat 375 PS. Hiervon gibt es eine zweite Version mit einer anderen Motorhaube, die ist genauso stark, auch 375 PS. Dann haben wir noch die 2425er Ausführung mit 425 PS und hier gibt es eine getunte Version, die führt uns dann zu 500 PS. Hier kann natürlich auch das Kennzeichen geändert werden. Beim New Holland ist alles dasselbe, außer der Motorisierung. Und zwar haben wir hier die 9482 mit 310 PS, die 9682 mit 360 PS, die 9882 mit 425 PS. Und dann geht es schon wieder zurück zu der anderen Version, der Standardversion. Also hier gibt es keine Version mit 500 PS. Die nächste neue Mod heißt Krone Flachbettauflieger, kommt von Sphinx und Crownzilla, Downloadgröße 5,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Krone Profiliner HD kommt mit einem Gewicht von 5,8 Tonnen und kostet 24.000 Euro. Die Aufkleber können geändert werden zwischen der Version Blau oder Weiß, sieht man hier natürlich schlecht. Die Reflektoren können geändert werden zwischen der EU-Version oder der US-Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die ein bisschen erweitert ist. Die Designfarbe kann ebenso aus der ähnlichen Palette ausgewählt werden. Und natürlich die Felgenfarbe haben wir auch die Standardpalette mit natürlich den zusätzlichen typischen Felgenfarben. Auch hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt werden.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar ist dieses die Euromilk Buffalo RX 2470 HD Plus. Kommt von Bachzon V3. Downloadgröße 11,49 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Häckselgut-Anhänger mit einem Ladevolumen von 24,3 Kubikmeter, wiegt 10,7 Tonnen, Zuladegewicht ist 17,3 Tonnen, braucht 160 PS, Arbeitsbreite 14 Meter, Maximalgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis ist bei 62.500 Euro. Falls ihr euch gefragt habt, warum hier eine Arbeitsbreite angegeben wird, ist das, weil dieser Wagen umgebaut werden kann zu einem Miststreuer. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und beim Design kann entschieden werden, ob noch eine Beleuchtung drauf kommt oder nicht. Auch hier kann das Kennzeichen geändert oder hinzugefügt werden. Kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das der Lizard U-Pflug von North Modding Company. Downloadgröße 2,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schneepflug mit einem Gewicht von 620 kg, einer Arbeitsbreite von 5 Meter und der Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Preis 9.400 Euro. Dieser Schneepflug muss an einen Radlader angebaut werden. Eine andere Option gibt es hier nicht. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette. Die Oloforce Shark kann geändert werden, auch die Farbe natürlich mit der Standardpalette. Und die Oloforce Aufkleberfarbe betrifft natürlich hier das Logo und kann auch aus der Standardpalette ausgewählt werden. Damit kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese die alte Scheune, kommt von Gratschusch und Philipp. Downloadgröße 7,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Scheune hat natürlich vier Tore, die man bedienen kann, und die haben auch eine ganz schöne Animation. Hier, also hier der Öffnungsmechanismus ist eigentlich ganz schön. Auch der Ton klingt in Ordnung hier. Wie gesagt, hat der vier Tore, das heißt, wir können hier natürlich auch direkt hindurchfahren. Zusätzlich gibt es hier oben ein Heu- oder Strohlager, wie man das gerne nutzen möchte. Licht gibt es keines, ist eine alte Scheune, also Licht gibt es hier nicht. Und wir kommen schon zu der letzten neuen Mod von heute. Und zwar ist das das Silo-Paket von DDEC 96. Downloadgröße 1,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zwar ist natürlich zu finden dieses Silo hier unter den Silos. Zumal hier dieses hier, das Kai-Silo für 25.000 und natürlich das Durchfahrtsilo, das Fahrsilo hier für 20.000 Euro. Kommt mit diesem Aspekt von gebraucht und alt daher, passt auch für zum Beispiel für eine Allstream Farm oder eine Karmsten Farm, wo die Sachen schon länger im Einsatz sind. Kommen wir ganz kurz zurück. Natürlich ist diese Scheune zu finden unter Hallen. Das ist dieses hier, kostet 20.000 Euro und kostet 20 Euro pro Tag. Das war es von den neuen Mods von heute, vom 1. März im 2022, die heute hier freigeschaltet worden sind von Giants im Giants Mod Hub. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Falls ihr diese Maschinen im Einsatz sehen wollt, dann bitte verpasst nicht die neue Let's Play Serie, die ich heute gestartet habe. Heute habe ich das Video herausgebracht, was das Konzept ist, um was es geht. Bitte einfach hingehen und dieses Video gucken. Hoffe, dass es euch gefällt, dass ihr das Konzept etwas Spannendes findet. Bitte lasst es mich wissen in den Kommentaren dann. Hier natürlich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bitte gebt mir doch den Daumen nach oben, falls euch diese Videos gefallen. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine Inhalte, die auf diesem Kanal freigegeben werden, verpassen. Es hilft dem Kanal natürlich auch enorm weiter, jedes Abo zählt. Wie gesagt, schaltet euer Profil als sichtbar, wenn ihr euch das Abo holt, damit ihr auch namentlich erwähnt werdet. In dem Sinne möchte ich euch noch eine ganz gute Woche wünschen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder im Livestream. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.